M wie martialisch, M wie muskulös, M wie M eben. Der BMW M4, die Coupé-Variante des M3, ist vor allem auch das M wie Maß der Dinge. Mit 7 Minuten 52 Sekunden auf der Nordschleife lässt der Münchner die Konkurrenz wie Audi RS5 oder Mercedes C63 AMG hinter sich. Kraft, Leichtbau und alles andere als Understatement bei der Optik. Der M4 ist zu Recht der Hauptdarsteller in den feuchten Träumen der BMW-Jünger. 431 PS, 8,8 Liter Normverbrauch, aber wen interessiert der schon beim M4? Vmax 250 km/h, Kaufpreis mindestens 72.200 Euro. BMW hat sich ja beim neuen M3 Coupé, sorry, BMW M4 heißt er ja jetzt, dazu entschlossen, dass das Auto ein Sparer wird. Sie haben zwei Zylinder gespart, er spart deutlich beim Verbrauch und das ist ja wohl mit Abstand das Wichtigste bei so einem Auto. Nee, oder? Das Wichtigste ist, runterschalten und wohlfühlen. Oh ja. Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,3 Sekunden. Der M3 war schon immer eher ein Sechszylinderauto. Fing als Vierzylinder an, kam dann über einige Sechszylindermodelle, hatte ein kurzes Gastspiel beim Achtzylinder und ist eben jetzt wieder beim Sechszylinder angekommen, der turbobeatmet wird. Oh ja. Der Sound klingt aber fast nach einem Achtzylinder. Ist ja der Hammer, wie er hier losrührt. Das ESP ist für den Rennstreckeneinsatz übrigens komplett abschaltbar. Was ziemlich interessant ist, er hat jetzt mehr Traktion als früher, obwohl er ganz leicht frontlastig ausgelegt ist. Aber er ist wunderbar neutral, man kann ihn schön am Gas aus der Kurve rausführen. Es ist einfach ein großartiges Auto, was BMW da gelungen ist, mit einer minimalen Einschränkung. BMW sagt, das Auto wiegt 1,5 Tonnen. Naja, wenn man ihn mit allem drum und dran auf die Waage stellt und tankvoll, dann sind es eben über 1,6 Tonnen. Das ist schon eine Menge Holz. Das darf auch in der nächsten Generation noch ein bisschen weniger werden. Aber bei so viel Leistung, 431 PS, spielt das auch keine Rolle mehr. Verglichen mit dem Vorgänger sind das nur 11 PS mehr. Doch die reichen. Komm, ja, komm, mach. Was ist das für ein geiler, dunkler Ton? Oh, Mann. Das ist genau der Grund, wieso man Autos liebt. Genau so ein Auto. Deswegen liebt man Autos. Ja. Tut mir leid, ich muss es so sagen, BMW hat verdammt viel richtig gemacht bei dem Auto. Da muss ich auf der Rennstrecke auch so mancher Porsche Carrera S ordentlich warm anziehen.